Nichtsnutz. Hey, ab zur Kontrolle, aber zack. Scheiße, Mann. Warum ich? Ja, natürlich. Ja. Hab dich kapiert. Ja doch, verstanden. Warum denn das? Nee. Ich verstehe schon, aber... Ja. Okay, aber... Bist du sicher? Okay, verstanden. Das reicht, keine Spielchen mehr. Immerhin hey, wissen, dass du das, was ich will. Also gib schon her. Los, du nichts, los. Verpiss dich bitte! Ihr hört gerade an alle Einheiten. Ich wiederhole, an alle Einheiten. Es wurde eine feindliche Person. Hier ist Lot mit Feuer im Vakuum von Großbritannien. Okay, Feuer brennt nicht im Vakuum. Ein Lämpchen in Form einer Flamme, aber besser als nichts. Das ist Zentrale, ich sehe die Zielperson nicht mehr. Ende. Bei mir wie immer Alice. Und Alice, halt dich fest. Offenbar war die ganze Technologie-Sache doch ein kurzlebiger Trend. So gerne ich auch zurück ins 18. Jahrhundert gehen würde, um die industrielle Revolution ein wenig aufzuhalten. Aber Newtek schafft 4000 Jobs. Wahnsinn. 4000 Jobs dank dieser neuen Technologieinvestition. Das ist vielleicht spannend, wenn man gerne im Technologiesektor arbeiten will, aber ich gehe stark davon aus, dass diese Investition 4000 Jobs geschaffen hat, die sofort von Robotern übernommen werden. Und selbst wenn nicht, dann werden das Jobs sein, die kein Mensch machen will. Aber... das ist wohl der Preis des Fortschritts. Und wir müssen akzeptieren, dass Technologie alles übernimmt. Ich habe die Zielperson verloren. Ein Hoffnungsschimmer für uns in diesem dunklen Universum, dass Technologie uns alle überflüssig machen wird. Wir werden keine Menschen mehr brauchen. Schau dir an, was alles Schlechtes passiert im Moment. Was ist der gemeinsame Nenner bei all dem? Ich weiß nicht, Andy, sag's mir. Alles Schlechte, was gerade passiert, alles Schlechte, was je passiert ist, immer sind Menschen im Spiel. Die Suche immer, war ergebnislos. Wenn etwas schief geht, von Anbeginn der Zeit an. Und wäre ein Robo-Nigel Cass nicht viel besser als ein menschlicher Nigel Cass? Man könnte ihn sogar so programmieren, dass er ein Gewissen hätte. Ein automatischer Premierminister könnte so programmiert werden, dass er auch mal im Land ist. Wäre schon ein Fortschritt. Ich behaupte nach wie vor, dass es nie einen Premierminister gab. Hab ihn nie gesehen, nie von ihm. Ich höre immer nur, was der Premierminister tut, wenn gerade nichts passiert. Entspann dich. Okay, aber... was schaue ich denn an? Okay, verstanden. Der Hammer! Ja, ich weiß, es ist immer so.
okay. Ja. Ich hab's echt satt. Ich weiß, was du hast. Also lass das ungedruckt und gib es mir sofort. Du bist du. Hey, alles klar, Mann? Das wird direkt gepostet. Fick dich! Was ist denn los? Reißt erst mal tief. Oh! Alles gut. Aber sicher, ich... ist ein krimineller Tatbestand. Fliegender Schrott!